Wir haben in den letzten Monaten gesehen, bei so einem Flugzeugkauf, da ist eine ganze Menge zu berücksichtigen, unter anderem ja auch der Umweltaspekt. Und ich freue mich heute, mit einer Frau sprechen zu dürfen, die da unsere Fachfrau ist, Bettina Jansen. Hallo erstmal, Head of Environmental Management. Bettina, wir stehen hier gerade vor einer 777 bei so einem Flugzeugkauf. Wie ist denn da der Umweltgedanke zu berücksichtigen? Inwieweit spielt das eine Rolle? Also einen Punkt möchte ich direkt erwähnen, gerade weil wir direkt vor der 777 sehen und hier gerade der Tankvorgang vonstatten geht. Das Thema Umwelt wird natürlich beim Kerosin unheimlich mit beeinflusst. Und dementsprechend ist es unser Ziel, Kerosin einzusparen, die Kosten einzusparen. Und das geht Hand in Hand mit der Umwelt. Denn wenn wir Kerosin sparen, sparen wir indirekt auch automatisch 3,15 Tonnen CO2. Und dementsprechend ist es super, wenn wir in ein Fluggerät investieren, das entsprechend effizienter ist. Und die 777 macht genau das richtig. Was macht sie so effizient? Wir haben ja schon eine Weile die 777. Seit 2013 haben wir sie selber schon in unserem Flugnetz, sogar schon etwas länger bei der Aerologic. Und dementsprechend haben wir schon Erfahrungen und konnten also feststellen, dass die 777 etwa 23% effizienter ist in unserem Flugnetz als die MD-11. Und das sind etwa 6% mehr, als der Hersteller uns versprochen hat sozusagen. Er hatte von 17% gesprochen. Die 17%, die kommen nun zustande dadurch, dass das Flugzeug einfach leichter gebaut ist, zwei sehr starke Triebwerke hat und entsprechend aerodynamischer auch gebaut ist, genau. Ich hatte deinen Titel eingangs schon erwähnt, Head of Environmental Management. Was genau spielt damit rein, neben natürlich den Flugzeugentscheidungen und den Themen wie Kerosin? Also eine Aufgabe von mir ist es, die Lufthansa Cargo im Thema Umwelt als Branchenführer entsprechend zum Thema Umwelt zu positionieren. Und da gibt es die verschiedensten Aspekte. Drei würde ich jetzt mal erwähnen. Also einmal ist es natürlich die Umwelteffizienz. Wir wollen umwelteffizienter sein, deshalb auch eine Investition ins Fluggerät. Und wir arbeiten mit unseren Kollegen zusammen, um entsprechend derartige Projekte zur Effizienz zu steigern. Ein weiterer Aspekt ist das Thema Regularien, Umweltregularien. Es gibt immer mehr Umweltgesetze. Man hört auch immer viel mehr in den Medien zu diesem Thema. Und ein weiterer Punkt ist, also das müssen wir sicherstellen, und ein weiterer Punkt ist die Umweltzertifizierung, die wir aufrechterhalten wollen. Wir sind schon seit einiger Zeit zertifiziert weltweit und da arbeiten wir auch mit den Kollegen daran, dass das weiter aufrechterhalten wird. Und das ist sehr wichtig für unsere Kunden, weil unsere Kunden immer häufiger erfragen, sind sie zertifiziert, wie groß ist der Geltungsbereich, und so können wir zeigen, dass sie mit einem umweltbewussten und verantwortungsvollen Partner zusammenarbeiten. Das ist natürlich auch ein riesiges Thema für die Zukunft. Wie sieht denn vielleicht so die mittelfristige Zukunft aus? In der Automobilbranche, da reden jetzt alle über E-Mobilität und autonomes Fahren. Von E-Mobilität, nehme ich an, ist man noch ein Stück weit entfernt, oder, in der Flugbranche? Du sprichst so einen sehr wichtigen Punkt an. Ja, das stimmt, alle reden von Elektromobilität. Das wird im Fliegen noch eine Weile dauern oder ist jetzt auf jeden Fall erstmal unmöglich. Die anderen Verkehrsträger wie Bahn und Straße können darauf umschalten, aber die Lufthansa bzw. die Flugbranche, die wird weiterhin, so natürlich auch die Lufthansa, noch an flüssigen Kerosin erforderlich sein und dementsprechend setzt die ganze Branche auf alternative Kraftstoffe. Gleichzeitig setzt man ja auch, wie ich gehört habe, auf ein CO2-neutrales Wachstum. Was heißt das denn genau? CO2-neutrales Wachstum würde also bedeuten, dass wir in der Zukunft alle zusätzlichen CO2-Emissionen, die wir ausstoßen, zum Jahre 2020 kompensieren bzw. CO2-neutral gestalten. Und das gelingt uns nicht alleine durch Investitionen ins Fluggerät oder in operative Maßnahmen, sondern hier greift ein Mechanismus, der von der ICAO entwickelt wurde, dass wir die Möglichkeit haben, durch den Kauf von CO2-Zertifikaten an anderer Stelle CO2 mehr oder weniger zu reduzieren und zu kompensieren. Bettina Jansen war das. Vielen Dank.